Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deep Josh mit einem brandneuen Part von Pokémon Ranger 3 auf Spuren des Lichts. Wir werden jetzt mal auf am Fuß des Monte Sebeto irgendwie auf jemanden warten. Das war glaube ich Zinnoberauge, der uns erwartet. So, was soll dieses herumposieren? Ich habe euch ja gewartet, Ranger. Wofür hast du denn hierher bestellt? Na, für eine Entscheidungskampf natürlich. Ein gegen einen. Was? Keine Sorge, das war nur ein Scherz. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir auch Sorgen um die drei legendären Pokémon gemacht. Ich habe ihnen etwas Schlimmes angetan und möchte es wieder gut machen. Als ich dann sah, wie aufgebracht sie waren, wollte ich ihnen irgendwie helfen. Zinnoberauge, ich hätte nie gedacht, dass du solch Mitgefühl mit den Pokémon entwickeln könntest. Ja, ja, ich weiß. Was für ein Schock. Seid jetzt einfach still und hört mir zu. Ich dachte mir, dass es doch irgendeinen Grund dafür geben muss, dass sie so aufgebracht sind. Also habe ich mir in Umgebung abgekrast, wo die drei ihre Kreise gezogen haben und fand dabei diesen Helm. Oh, das ist doch das letzte Teil der goldenen Rüstung. Pichu! Wollt ihr etwa sagen, dass es neben den noch anderen Rüstungsteile gibt? Ja, wir haben weitere Teile der Rüstung auf den Gipfeln der Berge gefunden, wo die drei legendären Pokémon leben. Die drei Pokémon standen mit anderen Worten also noch immer unter dem Einfluss der goldenen Rüstung, obwohl der ruchlose Herrscher bereits von dieser Bildfläche verschwunden war. Zur Verteidigung der drei Pokémon muss ich aber sagen, dass sie ganz sicher nicht einfach dieser Bösma unterlagen, sondern auf ihre Weise mit aller Kraft dagegen Widerstand geleistet haben. Ja, ich bin mir sicher, dass es so war. Sie haben sicher versucht, sich von diesem bösen Macht loszureißen. Deshalb konnten sie auch nicht auf ihre Berge zurückkehren und flogen ziellos am Himmel umher. Bestimmt wollten sie euch wenigstens auch genau das signalisieren. Das würde auch erklären, weshalb all das Leid auf sich genommen haben, um auf die Berggipfel mit den Teilen der Rüstung zurückgekehrt sind. Sie haben dort auf euch gewartet. Zinnoberauge, ich glaube, du hast recht. Wir werden uns die goldene Rüstung annehmen und sie zur Ranger-Vereinigung zurückbringen. Du brauchst dir also keine weiteren Sorgen mehr machen. Danke, das ist sehr nett von euch. Gut, dann kommen wir mal zum Geschäftlichen. Wie viel seid ihr bereit, für diesen goldenen Schatz hinzublättern? Wird? Wie meinen? Willst du aber Geld im Austausch für den Helm? Ja, na klar, ich will Bares. Man hat ja schon vieles genannt, aber selbstlos war ich noch nicht dabei. Da warte ich mir dein Verhalten beinahe schon ein bisschen imponiert. Überlegt es euch nochmal. Da fällt mir ein, habt ihr nach so langer Zeit nicht auch einmal wieder Lust einen richtigen heißen Kampf? Was sagst du, Sio? Ihr braucht mir nicht zu antworten. Ich bin bereits in Kampfstimmung. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Los geht's, mein Rivalen. Ah, okay. Dann kämpfen wir doch gegen ihn. Gut. Einmal gegen Lugok von Zinnoberauge kämpfen. Mein Gott, das Ding ist. Ja. Ja, ich denke mir da gerade, ja. Hat jemand dieses so viel Zucker gegeben? Zumindest kommt mir das gerade so vor. Okay, Pichu, auf geht's. Beruhigt das Ding mal erstmal. Das ist ja schon schlimm, dass das Ding anrichtet. So, auf jeden Fall warten wir noch ein bisschen. Gut. So. Auf jeden Fall ist das schon mal so runtergespecht. So, dann hauen wir rein. Und fertig. 40 Sekunden. Wow, das war ein heißer Kampf, muss ich zugeben. Das war ein richtig heißer Kampf. Zu Trümmern Rang 4, cool. Gut. Ihr seid viel stärker geworden, seit dem letzten Mal. Ihr habt gewonnen. Lasst mich euch zum Schluss noch eins sagen. Ich werde nie wieder diesen Fangschrei oder ähnliches einsetzen. Und das ist keine Lüge. Bitte glaubt mir. Vielen Dank auf jeden Fall. Das hat echt Spaß gemacht. Hör mal, Zinnoberauge, was das Geld für diesen Helm angeht, gebt uns doch bitte etwas Zeit, dann werden wir uns mit der Ranger-Vereinigung darüber beraten, in Ordnung? Hihi, habt ihr das wirklich geglaubt? Die ganze Sache mit Geld war doch nur ein Scherz. Alles, was ich von euch wollte, war ein heißer Kampf. Solange ihr nur dafür sorgt, dass die goldene Rüstung aus dem Verkehr gezogen wird, bin ich zufrieden. Sio und Sonja, es würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wieder über den Weg laufen. Pichu, okay. Ach, Pichu,
Für dich geht natürlich dasselbe. Dieser Ukulele steht dir übrigens ganz ausgezeichnet. Ach, der freut sich, Pichu. Gut. Leb wohl, Helden von Oblivia. Leb wohl, zieh ein Oberauge. Und weg ist er. Ja, auch er hat offenbar seine guten Seiten. Aber wenn man so darüber nachdenkt, diese goldene Rüstung war die Wurzel alles Übels. Was meinst du? Wollen wir sie nicht einfach hier und jetzt zerstören? Hm? Was ist denn jetzt hier los? Hm? Oh, da versucht jemand über den Funkom Kontakt aufzunehmen. Hallo, könnt ihr mich hören? Ich bin's, der Professor. Antwortet bitte, wenn ihr mich hört. Oh. Professor Heisting, wie hören Sie? Dem als Ranger gerade nicht zur Verfügung stand, habe ich mich von einem Vogel-Pokémon nach Oblivia tragen lassen. Und zwar in den Arm von Ranger Volara. Puh, ich sag's euch. Ich habe erstmal genug von Wolkenlandschaften. Und wo sind Sie jetzt? Im Haus von Taluga. Gerade eben kam eine Dame namens Pegasus vorbei und erzählte mir davon, dass sich Lavados und die anderen Ligen deren Pokémon selbst verhalten haben. Dieses Problem haben wir bereits aus der Welt geschafft. Ja, das habe ich auch mir sagen lassen. Wir kennen nun auch den Grund, warum die drei so aufgebracht waren. Es war alles die Schuld der goldenen Rüstung. Der Rest der bösen Macht, der noch in den verstreuten Teilen übrig geblieben war, hatten Lavados und den anderen übelst mitgespielt. Ein Teil der Rüstung hat übrigens ein Mann namens Sinova, der früher unser Feind war, für uns aufgespürt. Was sagt ihr da? Ein ehemaliger Feind? Ich will einen ausführlichen Bericht. Ich komme sofort zu Talugas Haus. Beeilung, Beeilung. Yay. Jawohl, okay. Okay, nimm es mit. Und mach uns dann direkt auf zu Talugas Haus. Wir brauchen ja hier können wir ja nichts einsetzen. Okay, dann machen wir uns mal schleunigst mal hier nach unten auf. Vielleicht können wir ja nach der Höhle dann das Ding wieder einsetzen. So. Oh, dich wollte ich jetzt nicht fangen. So. Auf jeden Fall machen wir schnell und auf zu Talugas Haus. So. Auf geht's. So, kann ich hier zumindest das Symbol einsetzen? Ja, kann ich, gut. Okay, auf geht's. So. Ah, wann? Das war jetzt so. Ah, nee. So, ey. Ja, okay, so. Dann eben, Mann. Sonst kann ich das Latios-Symbol immer auswendig. Ja, oder beim ersten Mal. So, okay, auf geht's, Latios. Lass uns loslegen. Wir haben noch hier viel zu tun. Gut, auf jeden Fall zu Talugas Haus. Möchtest du zu folgendes hier aufbrechen? Jo, auf geht's. Ach, das Fliegen ist so cool. Ah, spart man so viel Zeit. Danke, Latias. Gut, dann machen wir es mal direkt auf hier rein und schauen, was der Professor zu sagen hat. Aha, so war das also. Komm schon, lasst uns die Rüstung ein für alle Mal vernichten. Und zwar mit meiner neuesten Erfindung, den Hämmerbohr-Scherenschneider. Nein, das können wir nicht tun, Nehmer. Wahrscheinlich wird man sie letztlich zwar wirklich zerstören, aber vorher muss sie von der Ranger-Vereinigung gründlich untersucht werden. Hab ich nicht recht, Sonja? Oh ja, wie mein. Aber sie doch, sicher doch, ganz ohne Frage. Doch bis die MS Ranger wieder zurück ist, muss die Rüstung an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Ich habe genau das, was wir brauchen. Und zwar auch Diebe beißen sich daran die Zähne aus Safe. In diesem Safe ist die Rüstung absolut sicher. Bis auf den Namen hört sich das ganz gut an. Lass uns die Rüstung vorerst in Safe aufbewahren. Auch die Diebe beißen sich an. Ist hier drüben. Packt alle mit an und hau ruck. Dafür bin ich noch sehr von der Reise zu sehr erschöpft. Los, Beeilung, Beeilung. Ah, das ist doch eigentlich mein Text. Gut. Der Professor nimmt sich natürlich das leichte Teil, also die Handschuhe, einige Tage später. Den, 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 den. Oh, willkommen zurück, Professor Hastings. So, die beiden haben mir die Oblivia-Ruinen gezeigt. Jetzt habe ich fast alle Schauplätze, die mit dem Ereignis zu tun haben, gesehen. Es war sicher sehr anstrengend, aber jetzt müssen sie nur noch auf die MS Ranger warten und dann geht's auch ab nach Hause. Nein, es gibt einen anderen Ort, den ich noch einen Besuch abstatten muss. Ich kann hier noch nicht weg. Was ich dir meine, erkläre ich euch später noch genauer. Ah, hallo Mama, Papa, willkommen zurück. Danke, dass du das Haus für uns gehütet hast, Nehmer. Sio, Sonja, vielen Dank für eure Mühen.
Willkommen, Professor Hastings. Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht. Ich weiß, ein Eigenlob stinkt, aber unsere Abhandlung hat sehr großen Anklang beim Publikum. Daran habe ich nie gezweifelt. Es handelt sich schließlich um das Werk eines Profi-Archäologen, eines Fachmanns in Sachen Pokémon. Gute Arbeit, Herr Lugia und Delia. Es würde mich aber auch noch interessieren, wir haben über Funk alles mitbekommen und sind auf dem neuesten Stand. Mir leuchtet bloß noch nicht ein, wie die Teile der goldenen Rüstung, die vom Himmelsfestung aus in alle Himmelsrichtungen verstreut wurden, ausgerechnet auf den Gipfeln dieser drei Berge gelangt sind. Ja, es war ganz sicher kein Zufall. Die goldene Rüstung hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach selbst einen geeigneten Ruheort ausgesucht, um dort einen neuen ruchlosen Herrscher zu erwarten, der viele Jahrhunderte und Jahrtausende später vielleicht in Erscheinung treten könnte. Sie wollten sich von Lavalos und den anderen beschützen lassen, doch diese haben sich heftig dagegen gewehrt. Alle Achtung, Professor Hastings, das hört sich ja wirklich sehr plausibel an. Ich bin sehr stolz auf euch, meine beiden Ranger. Zusammen mit Lavalos, Arctos und Zapdos haben womöglich viel Unheil von Oblivia in Zukunft abwehren können. Ja, das war eine ausgezeichnete Leistung. Brrr, da komme ich ja direkt in Gänsehaut. Wie auch immer, alle hier haben hart gearbeitet. Und jetzt erzählt uns doch einmal wenig von eurer Reise, Mama und Papa. Ich mache uns allen auch noch einen Tässchen Tee. Und ich mache, ja, na gut, dann mache ich eben diese Pose. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Moritz, Pi. Hahaha, das ist Moritz, wie er leibt und lebt. Sio, für dich gibt es übrigens von nun an ein paar Dinge zu tun. Du kannst wahlweise versuchen, hier in Oblivia dein Verzeichnis zu komplettieren oder weiter auf Patrouille gehen und Aufträge aufnehmen. Es muss dir also nicht langweilig werden. Ihr könnt aber auch mal eine Weile abschalten und euch entspannen. Professor redet immer davon, dass er euch als Belohnung für eure Treue und kompetenten Dienste gern etwas Urlaub geben würde. Oh, Professor Hastings. Es wird vor lauter Entspannung etwas langweilig, Moritz. Warum nimmst du dir nicht irgendeinen kleinen Kahn und schipperst schon mal vor und einen zurück? Das war jetzt aber nicht nett, Professor Hastings. Auf jeden Fall ziemlich witzig. Gut. So, auf jeden Fall, ja. Was machen wir jetzt am besten? Ich guck. Ich denke mal, ich guck da mal rein, ob da was Neues gibt. Ach ja, hier gibt's neue Missionen. Sio, ich habe schon auf dich gewartet. Ja? Ich möchte dir unbedingt etwas zeigen. Tada! Ja, hast du doch schon. Und? Da standst du, oder? Das Sonderkleid, den du mir neulich gebracht hast, Sio. Was kaputt war, habe ich mit den Teilen aus Mikrowelle, Waschmaschine und anderen Schrott ersetzt und brachte ihn wieder zum Laufen. Ich hatte gehofft, dass Papa mir danach vielleicht erlaubt, ihn bei der Arbeit zu helfen, aber er ist dagegen. Er sagt, sei zu gefährlich. Er war auch nicht gerade begeistert, als ich meinte, ich würde gern wenigstens einmal damit fliegen. Einen alten Donnerkeil nannte er mich sogar. Aber einen echten Donnerkleider schraubt man eben nicht alle Tage rum. Und tatsächlich, solange du dabei bist, hat er nichts dagegen. Papa hat es mir doch noch erlaubt. Willst du also mitnehmen, wenigstens einmal? Sie hat den Auftrag angenommen. Okay, dann machen wir uns mal direkt auf den Auftrag. Gut, juhu, sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, dann bereit für den Aufenthalt durch die Lüfte? Natürlich. Nehm mal, du darfst jetzt fliegen. Gut, voilà, da Kleider, oder wie ich mein neues Ding nenne. Nehm mal, Kleider, ab in die Lüfte. Ja, sie freut sich. Wir sind über den Wolken. Wow, das ist ja unglaublich. Sio, du bist wirklich zu beneiden, da du dieses Gefühl der Leichtigkeit mit dem fliegenden Pokémon jederzeit genießen kannst. Man möchte ja am liebsten gleich bis am Ende der Welt fliegen. Ah, aber daraus wird wohl leider nichts. Zumindest nicht dieses Mal. Ich habe nämlich nicht genügend Treibstoff eingefüllt, um euch an dem Motor muss ich auch noch ein paar kleine Veränderungen vornehmen. Was? Nanu, das ist aber merkwürdig. Scheiße. Nein, okay. Puh, es hat aufgehört zu vibrieren. Er kann das Gerät nicht mehr steuern. Gesamte Schaltung. Feind gesichtet, aktiviere automatische Donnerkleider-Kampfsystem. What?
Verflixt, demnächst werde ich mir wirklich mal zweimal überlegen, bevor ich irgendwelche Schaltkreise überprüfe und Motor zurücklasse. Sio, du musst ausweichen. Los. Yay, wir dürfen ausweichen. Oh. Übertreib. Übertreib einfach. Ja. Nimm, nimm mal, übertreibt. Yay. Oh. Auf jeden Fall. Oh, aus, 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 aus. Au. Okay, hier muss ich jetzt immer schön den Kreis fliegen. Oh mein Gott. Treibnehmer, übertreib. Das ist ja ziemlich lustig gerade. Oh mein Gott. Nehmer, du übertreibst gerade ein bisschen, oder? Kann das sein? Schwache Batterielastung, schwache Batterien. Deaktivieren das automatische Kampfsystem. Oh, der hat mir mal Glück. Mehr Glück als Verstand. Keine Sorge, Sio, alles wieder in Butter. Es ist nicht mehr ausreichend Treibstoff im Tank. Deshalb ist der Tarnausflug für den Nehmerleiter nun erstmal einmal beendet. Ja. Übertreib. Ganz einfach übertreib. Warst du erschrocken, als ich dich auf einmal einfach so angegriffen hatte? Aber weißt du, Sio, es war wirklich toll, deine Flugtechnik aus der Nähe beobachten zu können. Hat mir echt einen riesen Spaß gemacht. Bischofsauer. Oh, Entschuldigung. Auftrag geschafft. Gut. Da haben wir die Aufträge geschafft und kriegen halt unsere 15 Ranger. Oh, 25 Ranger-Punkte sogar. Gut. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Ranger 3, Spuren des Lichts. Und dann schauen wir mal, was wir uns dann noch weitermachen können. Bis dann und ciao.